Hey Leute und willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Am heutigen Tag spielen wir mal wieder House Flipper, eine dritte Runde mittlerweile. Und das letzte Mal wollten wir ja eigentlich hier diese Bruchbude renovieren, was aber nicht ganz geklappt hat, weil ich die Streichfähigkeit noch nicht hatte. Und deswegen werden wir einfach mal am heutigen Tag unser Haus hier streichen. So, dann wählen wir einmal hier streichen aus. Und ich habe mir dafür übrigens, habe ich letztes Mal schon mal gesagt, ein schönes Gelb hier ausgesucht. Womit wir jetzt einfach mal dieses komplette Haus hier streichen werden. Und das hinterher natürlich auch nochmal ordentlich sauber machen werden, weil es einfach total dreckig ist. Guck doch mal da oben hin hier oder auch die Fenster. Aber trotzdem, ich meine, das Holz außen dran ist einfach hässlich. Ich sag's einfach mal so, wie es ist. Guckt euch das an hier. Das ist total hässlich. Das kannst du ja nicht so lassen. Und auch die Fenster hier, schau mal hin, die sind ja saudreckig. Die werden wir nachher erstmal alle schön reinigen. Ah, Gerüste, okay, mit Gerüsten, das kenne ich, aber das machen wir jetzt an der Stelle erstmal nicht. Ich weiß nicht, komme ich da so auch hin? Eigentlich müsste ich doch auch da hochkommen, oder nicht? Ah, tatsächlich nicht. Also müssen wir uns wirklich gleich nochmal ja, ein Gerüst holen. Hatte ich nicht auch hier irgendwo eine. Ah, hier ist die Taschenlampe. Das streicht sich ja ein bisschen besser jetzt. Ja, also, wie gesagt, in der letzten Folge hatten wir uns eben nochmal neue Aufträge gesucht, um ein bisschen Geld zu bekommen. Und einfach mal hier unser Haus dann nochmal zu renovieren, was eigentlich letzte Folge geplant war. Aber das ging allerdings nicht. Weil ich damals die Streichfunktion noch nicht hatte, also konnte ich nicht streichen. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, ne? Deswegen wird das jetzt in Folge 3 hier erscheinen mit dem Streichen. Oh Gott, guck doch mal hin hier oben. Wer hat denn da, hat er einen dran geschissen oder hochgekotzt oder so sieht es aus. So. Zeit, dass wir es mal streichen. Im Spiel hier gibt es, habe ich gestern auch noch mal gesehen, ein paar DLCs zum Beispiel, dass du einen Garten noch anlegen kannst. Ich denke mal, das werde ich mir demnächst auch mal kaufen. Ich glaube, es gibt auch so Strandhäuser, die man sich da so kauft und so renovieren kann. Gibt es, glaube ich, auch. Werde ich mir auf jeden Fall mal kaufen. Und dann teste ich das auch noch mal aus. Mit euch zusammen natürlich. Aber jetzt geht es erstmal wieder ein bisschen an Streichen. Ich würde sagen, dass das mit dem Streichen und dem Reinigen hier noch eine Weile dauert, mache ich an der Stelle wieder mal einen Cut und zeige euch dann wieder alles, wenn das Haus hier fertig ist. Zumindest von außen gestrichen, sagen wir es mal so. Fertig kann man es ja nicht nennen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Also dann, bis gleich. Eine Ewigkeit später. So, also ich habe mein Haus jetzt von außen erstmal fertig. Jetzt sieht das so aus. Also ich würde sagen, auf jeden Fall schon wesentlich besser als gerade eben noch. Schön im Gelb hier, alle Verunreinigungen beseitigt. Das ist doch super jetzt. So, dann würde ich auch erstmal sagen, ich verkaufe hier meine zwei Farbdosen und mein Gerüst wieder. Weil das brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann machen wir uns mal innen an die Renovierung. Denn da sieht es auch nicht unbedingt besser aus. Ich schaue euch das doch mal an. Das kannst du doch vergessen. Also ich würde hier auch am besten erstmal nochmal eine Runde streichen. Mit Weiß, so wie es gerade eben auch war. Und dann würde ich auch wieder in diesem Fall sagen, dass wir uns dann gleich wiedersehen und ich zeige es euch dann einfach wieder, wenn es fertig ist, weil sonst würde das Video hier wieder 3 Stunden geführt gehen. Also dann nochmal bis gleich. So, also ich habe jetzt hier erstmal alles fertig gestrichen. Bis wieder in einem schönen Weiß, wie man sieht.
So, jetzt verkaufe ich nochmal kurz meine Farbdosen, diesen ekligen Teppich und die rötliche Lampe. Die Tür ist auch nicht mehr so sonderlich schön. Und ja, dann würde ich sagen, kaufen wir uns erstes Mal noch eine neue Tür. Wäre das ja ungünstig, wenn wir jetzt keine hätten. Das ist eine Innentür hier, die nehmen wir doch. Jetzt kaufen. Und dann setzen wir die einmal da ein. Perfekt. Oh, das habe ich mich ausgesperrt. So, dann würde ich sagen, kaufen wir als nächstes nochmal eine neue Lampe. Eine Deckenlampe. Und dann nehmen wir einfach mal die, die ist ganz schön. So, jawohl. Einmal Licht bitte. Perfekt. Dann diese rötlichen Poster werde ich auch mal verkaufen. Und das hier und das, das brauche ich auch nicht. Oh, das war der Tisch. So. Einmal schön alles weg. Das muss ich noch kurz darüber. Jetzt dachte ich gerade, mein Laptop war weg. So. Na, das muss auch mal alles weg. So. Dann fangen wir mal an jetzt wieder mit der Küche. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da. So, dann nehmen wir als erstes mal das Teil hier. Und denn das dann. Hallo? Ich fang vorne an. Jawohl. Das hätten wir einmal. Dann einmal diese Spülbecken. So. Jetzt passt noch. Ein Schrank rein. Passt der noch rein? Nein. Schade. Dann müssen wir doch die schmaleren Schränke nehmen. Nehmen wir mal den hier. Der müsste aber passen. Wieso passt der nicht? Hä? Mir ist übrigens gerade beim Videoschnitt aufgefallen, dass unten auf dem Boden offensichtlich eine Tasse oder irgendwas liegt, was ich vergessen habe zu verkaufen und ich deswegen an diese Stelle keinen Schrank stellen konnte von der Küche. Also an der Stelle nochmal sorry, dass ich es nicht gesehen habe, werde ich in der nächsten Folge auf jeden Fall zusammen mit euch nochmal beseitigen und die Küche nochmal neu bauen. Und jetzt geht's dann erstmal mit dem Video weiter. Viel Spaß weiterhin. Ja gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Gibt es einen Herd oder sowas, den ich da hinstellen kann? Dass ich nicht noch einen Schrank kaufen muss, der da nicht hinpasst. Passt der Herd da rein? Nee. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Wieso geht denn das nicht da hinten hin? Hä? Ja, hier passt das hin. Na gut, dann stelle ich das halt so hin. Gut, dann noch eine Heizung, die brauchen wir noch. Ist sie noch? Ja, welche ist sie noch? So. Einmal kurz montieren. Geht ja relativ schnell. Perfekt. So, dann brauche ich bloß noch ein Bett und einen Schreibtisch. Dann können wir mal kurz bei Möbel, Betten. Nehmen wir das, ich nehme das hier. Hat das beidseitig so eine Kiste oder nur auf einer Seite? Ah ne, nur auf einer Seite, dann muss ich das Bett hier andersrum hinstellen. Ja gut, ist natürlich jetzt nicht so optimal. Aber gut. Dann vielleicht nochmal so eine Kommode. Da, wo sind die denn drinne hier? Da, ich gebe das einfach mal hier oben ein.
Schreibt man jetzt Kommode mit MM oder mit einem N? Okay, mit zwei. Bei die aber dann bitte in gelb. Und jawohl. So, hier in die Ecke rein. Perfekt. Gut, dann benötigen wir jetzt nur noch einen Schreibtisch. Und natürlich noch einen Stuhl. Schreibtische, hier haben wir sie ja. Passt der rein oder ist der zu groß? Nee, der passt sogar. Oh, das war die Kommode, die wollte ich jetzt nicht verschieben. Ich würde eigentlich den Laptop da nehmen. Den einmal schön hier draufstellen. Und dann brauche ich jetzt bloß noch eigentlich einen Stuhl. So, Stühle. Was nehmen wir? Die nicht. Ah, nämlich im Weißen hier, der ist schön. So, perfekt. So. Als nächstes haben wir noch das Bad, aber vorher würde ich nochmal kurz die Fenster putzen, oder sind die schon... Ach, die sind sogar schon sauber. Okay, dann können wir uns ja doch gleich ums Bad kümmern. Kann ich... An die Fliesen kann ich noch nicht legen. Okay, dann müssen wir uns also erstmal noch mit denen hier begnügen. Dann putze ich mal kurz. So, oh Gott. Habe ich draußen eigentlich geputzt? Nee, gell? Nee, habe ich gar nicht. Ist aber gar nicht auch so dreckig. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, dass wir uns das Bad dann in der nächsten Folge vornehmen. Und dann würde ich sagen, beende ich das Video erstmal hier an der Stelle, wie immer. Falls es euch natürlich gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe mal, wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder, die voraussichtlich morgen erscheinen wird. In diesem Sinne möchte ich mich dann auch erstmal von euch verabschieden. Und dann, ciao Leute! Bis dann!